Oh. Oh. Dieses Bergauffahren, ich gewöhne mich da nie dran. Ja, ja. Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute dreht sich alles um das Thema Routinen. Und zwar Routine auf dem Bike, die mir zum Beispiel fehlt. Und ja, ab wann zum Beispiel ja, Disziplin nicht mehr so wichtig ist. Nehmen wir mal zum Beispiel Thema Berghochfahren. Also ein Hassthema von mir. Aber mehr dazu gleich später. Ich nehme jetzt hier einmal die Leine vor. Locker zum Warmmachen. Abgesehen davon, dass ich schon krass warm bin vom Hochfahren. Aber einfach mal ganz entspannt runterfahren und Routinen aufbauen. Bis gleich auf der GoPro. Neu gemacht. Kickt jetzt ordentlich. Alles ein bisschen anders hier. Auch ein bisschen was neu. Ja, so ein paar Sachen. Ja, jedes Mal ein bisschen neu aufgebaut. Weil ich nicht checke, schon da. Hier in die Landung. Keine Ahnung. Ihr habt gesehen, dieses Holzstück habe ich ja gerade das erste Mal gemacht. Ich war ja schon öfter hier, habt ihr wahrscheinlich gesehen. Aber ich muss sagen, das lohnt sich eigentlich nicht so richtig, wenn er so auf die Wurzeln drauf ballert. So nur einen Reifen, zweiten. Der zum Beispiel auch. Der hat da voll hart rein. Und irgendwie macht es ja keinen Sinn. Naja, fahren wir nochmal. So, ich habe mich dagegen entschieden, das nochmal zu fahren, weil es alles so halb nass noch ist irgendwie. Aber fahren jetzt hoch zu einem meiner Lieblingsspots hier oben. Und dann quatschen wir ein bisschen kurz zum Thema Routinen. Aber erstmal zeige ich euch den Spot. Bis gleich. Den Part fahren wir übrigens gleich noch einmal ganz. Sehr entspannt. Jo, als noch nicht hier so alles so zugewuchert war. Ist ja irgendwie alles krass zugewuchert wegen der Witterung. Konnte man sich hier immer echt entspannt hinsetzen irgendwie. Aber naja. So Leute, kurz bevor wir den Heimweg antreten, ja, Thema Routine. Es ist so eine Sache, am Anfang bedarf es zum Beispiel immer Disziplin, um irgendetwas zu lernen. Ja, und nur aus Disziplin kann letztendlich eine Routine entstehen. Ne? Es ist zum Beispiel so, bei Fitness ist es auch so, am Anfang ist es vielleicht schwer, irgendwo hinzugehen zum Training, Ernährung und so weiter. Und irgendwann ist es Routine und dann denkt man nicht mehr drüber nach. Ich habe gerade durch das Sprungtraining letztens mit dem Thomas gemerkt, dass es einfach genau das Gleiche ist. Also am Anfang fühlt es sich komisch an mit diesen ganzen Vorübungen, aktives Springen. Und man fühlt sich eigentlich wohl in seiner Komfortzone so, wenn man immer passiv springt. Aber du kommst halt auf Dauer irgendwann nicht mehr weiter damit. Und dann muss man halt manchmal seine Komfortzone verlassen und die Disziplin aufbringen, einfach ja, diese Sachen immer umzusetzen, bis sie dann irgendwann Routine werden oder ein Automatismus. Ne? Ein Automatismus ist halt so, da denkst du nicht mehr drüber nach, wenn du es machst. Du hast es tausendmal gemacht und es ist einfach so in Fleisch und Blut übergegangen. Und genau das braucht es halt beim Mountainbiken irgendwie auch. Und ich bin halt so ein Freund davon, Dinge halt ganz ruhig angehen zu lassen auch. Ne? Also man sieht es zum Beispiel ganz, ganz oft, finde ich, dass die Leute sich so einen krassen Druck machen, dass sie immer alle Sachen senden müssen, alles krass springen müssen, immer die krassesten Features. Aber ich bin der Meinung,
keiner von uns muss sich da so einen krassen Druck machen. Wir fahren alle Mountainbike, weil es uns Spaß macht. Und natürlich gehört es auch irgendwie dazu, solche Challenges zu meistern. Aber wenn darunter dann der Spaß irgendwann leidet oder das Vergnügen, weil man sich einfach so einen Druck macht oder in den Park fährt, nur weil man jetzt da das und das Feature machen muss und das wie so eine Checkliste führt, finde ich das irgendwie ein bisschen traurig so. Weil für mich geht es um viel, viel mehr. Ich habe mich letztens lange mit Marc darüber unterhalten. Hier, Pod-Legende, kennt ihr ja. Er teilt da voll meine Meinung. Wenn euch das Thema interessiert und wir mal gemeinsam irgendwie ein Video drüber machen sollen, einfach mal talken sollen, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Dann machen wir mal wie so ein Mountainbike-Interview-Podcast-Ding sozusagen. Ja, dann erzählen wir mal ein bisschen darüber. Also, und das Thema Routinen, das könnt ihr auch auf alles andere im Leben anwenden, ne? Solange etwas keine Routine ist, ist das immer anstrengend und schwer und macht euch Kopfschmerzen und so weiter. Aber wenn ihr lange genug die Disziplin aufbringt, eine Routine in euer Leben zu integrieren, selbst wenn es sowas Einfaches ist, wie eine bessere Ernährung auf die Kette kriegen oder eine Stunde früher aufstehen oder irgendeine Routine, ihr wollt einmal am Tag eine Stunde trainieren, oder eine Stunde meditieren oder was auch immer, bringt einfach lange genug einmal diese Disziplin auf, aus eurer Komfortzone rauszugehen, bis das Ganze eine Routine wird und dann ist es nicht mehr anstrengend. Ich mache mich jetzt auf den Rückweg. So, wir sehen uns gleich auf der GoPro. Kleiner Rückweg, auch wenn es nur ein kleiner Ausflug war. Oh, ich könnte auch mal langsam neue Handschuhe vertragen, glaube ich. Leute, ich hoffe, ihr konntet etwas aus dem Video mitnehmen. Es war zwar nur so ein kleiner Anriss an so ein Thema, was so irgendwie Einstellungen, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter angeht, aber wenn euch sowas mehr interessiert, können wir gerne ab und zu mal so ein bisschen sowas von so Themen einfach einfließen lassen. Vielleicht hat es den einen oder anderen weitergebracht. Ich hoffe, ihr konntet was damit anfangen. Ich mache mich jetzt auf den Heimweg hier und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, wann auch immer ihr das Video schaut. Und wir sehen uns bald im nächsten Video. Macht's gut, Leute. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Denn es gibt immer 2 neue Videos jede Woche. Bis dahin, macht's gut. Ciao.